Die große D-Dur-Sonate 58, die Gallsteiner-Sonate, ist die andere Sonate, die auch in seinem Leben veröffentlicht wurde. Und die ist eine der hoffnungsvollsten von allen Sonaten, die er schrieb. Und Schubert ist in einem kleinen Ort bei Wien geboren und er ist mit 31 schon gestorben und er ist nicht sehr viel gereist und hat es nicht, vielleicht nicht viel von der Welt gesehen. Und als er diese Sonate schrieb, war er in diesem Kurort in den Bergen bei Salzburg und man hört, wie begeistert er war von dieser Landschaft und von der Natur. Und man hört die Vögel Gesang, man hört die Wasserfälle und die Grünen und die Wanderlust. Und es gibt einen Teil in dem zweiten Satz, was mich sehr, wirklich sehr berührt, Schubert fängt eine Melodie an und es geht immer weiter und man spürt diese Tiefe eines Ozeans und es erinnert mich an die Odyssee, diese Beginn einer großen Reise.